Hallo Leute, ich bin der Hakan wieder und wir haben hier die Rheinbahn-Klassik und der Jens Hoffmeister von der Veranstaltung ist hier bei mir und mal fragen, wie es jetzt gerade mal läuft und was die Ergebnisse waren. Hallo Jens, grüß dich. Ja, grüß dich auch. Ja, wir hatten hier jetzt, die Veranstaltung läuft ja noch, aber ich kann sagen, es waren drei tolle Tage. Hat Freitag angefangen mit einem großen Open-Air-Konzert, unter anderem mit der Weltklasse-Band Sweet. Und dann hatten wir am Samstag die große Rallye mit 130 Fahrzeugen aus 130. Aus 8 Jahrzehnten. Und dann heute der große Autokurs, da waren über 300 Autos dran beteiligt. Genau. Und ich kann nur sagen, ich war ja selber auf der Hauptstraße, habe den Kurs mit moderiert. Die Stimmung war super, tausende von Menschen am Straßenrand. Karneval für Oldtimer, möchte ich fast sagen. Ja, genau. Es war genial. Das war wirklich emotional und alle Herzen haben geklopft ohne Ende, ein Auto nach dem anderen. Aber für die Zuschauer gab es ja nicht nur Autos, auch auf der Hauptbühne habe ich was gesehen. Ja, wir haben natürlich auf allen Bühnen, wir haben 4 Bühnen hier und haben Musik auf allen Bühnen. 12 Rock'n'Roll-Bands spielen hier auf 4 Bühnen und eben hatten wir soeben den Petticoat-Wettbewerb. Genau. Ich muss sagen, den machen wir auch schon seit 10 Jahren, diesen Wettbewerb, aber so schön wie dieses Jahr war er noch nie. 30 wirklich hochkarätige Teilnehmerinnen waren in der Ausschreibung nachher letztlich übrig geblieben und ich habe selten so schöne Kleider gemacht, mit Philipp und teilweise selber gemacht und das war wirklich ganz toll. Also, es hat richtig Spaß gemacht. Das war wirklich, wie der Film auch aussah, Back to the Future und noch was, wie viele Menschen haben wir dann hier heute erwartet am Sonntag? Ja, ich kann das nur schätzen, ne? Wir sind ja noch in der Zählung drin und die Veranstaltung läuft auch noch, aber ich würde mit rund 20.000 das mal beziffern. Es war wie ein Ameisenhaufen und alle haben sich auf der Hauptbühne versammelt. Ja. Hast du noch für unsere Community was zu sagen? Ja, ihr müsst alle nächstes Jahr nach Rheinbach kommen, ganz klar. Auf alle Fälle. Wer nicht in Rheinbach war, der hat heute was verpasst. Und wir haben dieses Jahr 10 Jahre und das heißt, nächstes Jahr geht es weiter mit dem 11. Rheinbach Classics. Das Datum steht schon, das dritte Wochenende im Juli, wie immer, also auch in der Ferienzeit. Das muss man auch mal sagen, dass trotz Ferienzeit so viele Menschen hierher kommen, ist ja auch für die Region von großer Bedeutung. Wunderbar, wunderbar. Ich sag mal Happy Birthday to you und 10 Jahre Rheinbach Classic. Das war's von mir. Und wenn ihr noch welche Informationen habt, klickt einfach mal unten auf die nächsten Videos und ihr werdet dann die anderen Videos nochmal von mir sehen. Bis dann, euer Hakan. Tschüss. Tschüss.